Dancing on Ice startete als Neuauflage auf Sat.1. Mit dabei ist Sarah Lombardi, die unter Tränen ein schlimmes Geständnis ablegte und um die Zukunft bangt. Köln, Sarah Lombardi, die deutsche Sängerin und Ex-Frau von Pietro Lombardi, zeigt auf dem Eis, was sie kann. Als Teilnehmerin von Dancing on Ice verzaubert sie die Jury und das Publikum mit ihren Eislaufkünsten auf Sat. Die Frage ist nur, wie lange noch? Auf Instagram meldete sie sich unter Tränen zu Wort. Sie bangt um ihre Zukunft. Bereits 2006 tanzten Prominente zusammen mit professionellen Eiskunstläufern auf der Eisfläche um den Sieg bei. Dancing on Ice, damals noch bei RTL, startete die Show am 6. Januar auf Sat.1 als Neuauflage. Nachdem sich der TV-Sender die Rechte an der Eiskunstlaufshow sicherte. Acht Promis, darunter Sarah Lombardi, DSDS, Pietro Lombardi ist frisch verliebt. Ihr macht er ein Liebesgeständnis. Tanzen sich dabei die Kufen auf dem Eis wund, um am Ende als Sieger der Show hervorzugehen. Die Jury, die dieses Mal aus Katharina Witt, Judith Williams, Daniel Weiß und Kale Kalay besteht, bewerten dabei die jeweiligen Auftritte. Aber auch das Publikum entscheidet mit. Als Moderatorin von Dancing on Ice begleiten. Daniel Boschmann und Marlene Lufen, die mit einem Nippelblitzer für Aufsehen sorgte, durch die Shows. Bei den Prominenten sind unter anderem Schauspieler Timur Bartels und Choreograf Detlef Soest dabei. Sängerin Sarah Lombardi, die durch die 8. Staffel von Deutschland sucht den Superstar bekannt wurde. Tritt bei Dancing on Ice zusammen mit dem professionellen Tanzpartner Joti Politsoakis an. Nach Start der Show musste sich Sarah Lombardi bereits gegen Anschuldigungen wehren. Sie kann und will es selber nicht glauben. Sarah Lombardi hat sich verletzt. Die Dancing on Ice-Kandidatin trainiert fleißig für die Eiskunstlaufshow und hat ihren Spaß daran. Jetzt könnte es aber sein, dass sie die Schlittschuhe frühzeitig an den Nagel hängen muss. Denn wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt, hatte sie bereits bei der letzten Show am Sonntag schon starke Schmerzen, trat aber trotzdem an. Sie hätte sich dabei nichts Schlimmes gedacht. Beim Training am Dienstagmittag ging dann vor lauter Schmerzen gar nichts mehr. Wie Sat.1 berichtete, das ist gerade wie der schlimmste Albtraum, gesteht Sarah Lombardi in ihrer Story. Mit zitternder Stimme macht sie klar, warum ihr die Teilnahme an Dancing on Ice so viel bedeutet.
Das hat mir emotional auch einfach so gut getan, gerade diese Zeit. Ich will einfach nicht, dass es jetzt vorbei ist. Mit Tränen in den Augen gibt sie ihre Gefühle preis. Die Reaktionen der Fans darauf sind positiv. Sie schreiben Sara Lombardi aufmunternde Worte. Worüber sie sich riesig freut und diese gleich als Dank mit in ihre Story einbaut. Worum es sich genau bei der Verletzung von Sara Lombardi handelt, soll ein Arzt am Donnerstag genau klären. Der Verdacht liegt bei einem Muskelfaserriss am rechten Bein, so Sat1. Dann soll sich auch entscheiden. Wie es mit ihr bei Dancing on Ice weitergeht in ihrer Instagram-Story schwingt aber noch ausreichend Hoffnung mit. Aber ich habe mir versprochen und das verspreche ich auch euch, dass ich bis zum letzten Moment die Hoffnung nicht aufgebe. Weil ich bin eine Kämpferin, ich bin stark und ich werde alles machen, dass ich weitermachen kann. Sollte Sara Lombardi aufgrund der Verletzung wirklich ausscheiden, wäre sie darüber zutiefst traurig. Dancing on Ice ist seit dem 6. Januar 2019 sonntags um 20:15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.